Den haben wir gesorgt. Da rufen wir weiter. Oh ne, Bam Bam, geh doch mal weg jetzt. Kommt der Kader schon wieder? Geht's denn da eigentlich hin? Jawohl, da müssen wir sogar hin. Komm, find Geld. Ja. Nein, Bam Bam, du darfst jetzt nicht herkommen. Bam Bam, sag mal, was heißt mit dir? Nö. Nein. Denk du. 15. Ja, probieren wir es mal. So ein Vanilleeis, selbst gemacht, hat was. Vor allem eine ganze Müsli-Schüssel voll damit. Ich glaube, ich werde mir nachher auch ein Eis holen. Uhuhu. Oh, guck mal, den habe ich noch gar nicht gefunden. Eine harte Nuss. Wir werden heute auch nicht gar so lang machen. Weil, wie gesagt, hier ist es schweinsmäßig heiß. Oh. Schwert schön. Now, what next? Das ist genau der Verkehrte. Und da habe ich auch nicht. So, das, was da im Bunde noch fehlt, würde ich mal vermuten hier, dass das Bogen ist. Vermute ich mal ganz schwer. Ja. Wow. Okay, Axt haben wir hier ohne. Das ist doof. That'll do her. Heil mal erstmal. The battle is truly joy. Immer nur mir aufs Maul, ist schon recht. Erstmal aufstacheln. Let's do this. So, sie hat einen Bogen. Aber keine AOE. Hau mal den mal einen runter. Schwert ist schön. Nein, den da. So. So, dann. Wir da. Bring it on. Du darfst. Heilen. So, ja, er hier ist, Oh, macht gut Schaden. Let's do this. So, Bogen. Hier. Here goes nothing. Machen wir mal lieber so. Now then. My blade is unbending. I will cut you down. Jawohl. Weil sind wir schon los. Dann. Geht doch. Jetzt level up. Should have studied harder. Noch immerhin zwei. Elvin hätte jetzt kein Level up gebraucht. Und eine Olivenblüte.
Oh, habe ich doch platt, was? Okay, wie komme ich da hin? Wobei, ich habe gerade gesehen, das ist eine Truhe. Oh, 4000. Ah, hier wahrscheinlich. Die kriegen wir. Oh. Okay. Feuer, nice. The battle is truly joined. Come, if you dare. Wir werden mal ein bisschen länger brauchen. All right. Schade. Doppelschade. Nice one. Now, what next? Wir gehen jetzt mal auf Nummer sicher. Oh, flames. Breaken erstmal. Here goes nothing. One nice one. Ha, try again. Ah, jetzt kommen wir so langsam in die Gefilde, wo sie ein bisschen sind wir wohl auf Level. Okay, hierüber müssen wir, aber da brauchen wir Serien. Und really? Das ist eine Sackgasse? Want a tangle, huh? Oh. Dolch, haben wir nicht. Victory shall be mine. Okay, du. Wach jetzt mal auf. Bring it on. So, Elvin. Hätte er klappen können. Das ist aber mal gut hier. Jawohl. Okay. Hätte er klappen können. Hier ist Schwert. Jawohl. Here goes nothing. That'll do her. What is the logical course of action? Komm schon. Zwei sind weg. Let's do this. Bleibt noch einer. Ah, das war nicht wirklich viel. Bring it on. HP haben wir alle voll. Let's get down to... Nice one. That's what I'm talking about. Eine Heiltraube M. Aber das hier ist wohl echt eine Sackgasse. Ne, da war nix. Ja. Haben wir schon auch. Step right up. Servus. Oh. An interesting dilemma. Das ist ein richtiges Dilemma.
much to learn. What to do? Was wird jetzt? Jetzt ist aber mal gut. All right. That'll do her. Den heilen. Aufstacheln. Here goes nothing. That'll do her. Und vorsichtshalber. My turn now. Now then. So, wir haben noch 4 Runden. Ist halt die Frage, Schwert oder? I will cut you down. What is the logical course of action? Wieso hat der den da unten gerade nicht abgezogen? Wir sind mal neugierig. Ja, Dolch, klar doch. Hab ich auch nicht dabei, Mensch. Here we go. So, du hast auch nix. Das ist jetzt echt doof. Let's get down to work. Boah, nice one. Ein 1800er. How about you? Oh. Der macht nämlich ziemlich Aua da vorne. So. Dann müssen wir es so machen. Victory shall be mine. 2 haben wir noch. I will cut you down. Nummer Uno ist weg. Here we go. So, er hat keinen mehr. Ha! Das blöde Mistvieh noch. Interesting dilemma. Ja, Cyrus, da sagst du was. Nice one. You should have studied harder. Okay, jetzt müssen wir gucken, dass wir nach Swarovski kommen. Wir brauchen ein Wirtshaus. Und speichern kann man auch mal zwischendrin, ne? Westlicher Swarovski-Wald. Ich glaube, es ging hier jetzt dann irgendwie runter. 560 entdeckt. Wieso hat sie das vorhin nicht entdeckt? Glaube hier rüber. Nördlicher Swarovski-Weg nach Swarovski, nach rechts, genau. Und da haben wir einen neuen Fight. Ey, jetzt ist so ein scheiß Viech hier. Musik ist Miep, jetzt bräuchte ich Haki.
Hier die Jägerin. Hanit, so heißt sie. Oh, scheißen Dreck. Ja. Aua. Das ist aber mal gut. So, Bogen. Shit, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Nimm doch einfach Aloy, das geht hier nicht, leider. Okay, ich krieg's, jetzt habe ich nicht aufgepasst, ich krieg's ja nicht alle gebrochen. Ich habe nicht gesehen, dass der links unten, dass der 3 hat. Ich habe das als 2 gelesen. Doof. The battle is truly joined. So, du. Aufstacheln. Interesting dilemma. A great inferno has the land. So, Nummer 1 ist schon mal weg. Here I go. Okay, dann kriegen wir aber nur gebrochen. Bring it on. Der mit der Axt ist jetzt natürlich schon weg. Battle is truly joined. I will cut you down. An interesting dilemma. Ja, weil jetzt geht uns nämlich. Jawohl. You should have studied harder. Jetzt ist es echt zum Kotzen, weil jetzt keine Objekte. Jetzt müsste ich eigentlich. Ich probiere es mal. Bin ich mal ganz, ganz, ganz mutig. Das heißt, es geht garantiert in die Hose. So, ich schätze mal so kurz bevor wir nach Swaki reinkommen. Haben wir noch mal einen Fight. Zwacki, runter, genau. Ich wusste es. Let us fight with honor. Scheiße. Here we go. Victory shall be mine. Now, what next? So, wir hatten nämlich. Wir versuchen jetzt mal ganz traditionell ohne Mana. The battle is truly joined. Mal gucken, ob das klappt. Bring it on. Ja, es hilft nichts. That'll do her. Er muss erst mal heilen. Now, what next? Ja, und er könnte die so schön wegballern.
do this! Let me help. Ein bisschen kriegt er. Auf einmal, ich sehe nichts. Weg da. Und das Problem ist, Olberic braucht auch nochmal Mana. Sonst kann er nämlich kein Aufstachel mehr machen. Try this. Und Fläumchen sollten wir dann auch wieder kaufen. The battle is truly joined. So, dann haben wir schon mal einen Teil weg. What next? Let's do this. Nice one. The battle is truly joined. Eine Runde hat er noch. Haue mal den weg. Here goes nothing. AP hat er auch noch. Komm, hau dich weg. Nice one. Thus ends your lesson. Granatapfel-Essenz. Schön. Jetzt sind wir nämlich ins Swarki. Sonst hätte der Battle jetzt ewig gedauert. 273 entdeckt. Können wir den hier kaufen? Ne, danke. Ja. Ja. Nö. Warte mal, wir machen mal erstmal rumfragen. Vielleicht wird es ja noch billiger. Hello there. Aschlan, seid ihr auf Reisen? Ich in gewisser Weise ebenso. Mein Name ist Aschlan. Ich habe das Gerücht über einen Monsterbändiger gehört, der in diesem Dorf leben soll. Ich möchte mehr über die Monsterbändiger erfahren, weiß jedoch nicht, an wen ich mich deswegen wenden kann. So beginnt die Geschichte von Aschlan, dem Bestienjäger 1. Aschlan, Alter 22. Dieser leidenschaftliche junge Mann ist zwar kein echter Forscher, aber dennoch ins Waldland gereist, um die Legenden der Bestienzähmer kennenzulernen. Danke sehr! Simulierender Ohrring, ne? Good day. Intellektueller Historiker. Ich studiere die Geschichte der großen Häuser. Wenn die Geschichte eine Landkarte ist, dann sind die großen Häuser die Straßen darauf. Folgt man ihnen, dann gelangt man unweigerlich zur Wahrheit über die Welt. Ah ja. Okay, wenn er meint. Intellektueller Historiker, Alter 52. Ein Historiker, der sich mit der gründlichen Erforschung der Adelsfamilien beschäftigt, mit ihren Ursprüngen und ihren Stammbäumen. Niemand weiß, warum er das tut, am wenigsten er selbst. Ahnenreihe der Familie Büro. Information erhalten. Schön. Mal gucken, was wir damit anfangen können. Olive des Lebens L. 19.000... Nee. Geld scheiße oder was? Aufstrebender Jäger. Ich finde, dass ich schon lange genug Lehrling bin,
Es wird Zeit, dass ich das Jägerritual vollziehe. Aber ein Mann ist kein echter Jäger, solange er keinen großen Keiler erlegt hat. Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass ich das allzu bald schaffe. So beginnt die Geschichte von Initiationsritus oder irgendwie so. Also das da unten, das geht viel zu schnell weg, finde ich. Aufstrebender Jäger, Alter 20. Wie viele junge Leute in Zwaki möchte dieser Junge ein Jäger werden? Wie dein Vater und dessen Vater vor ihm. Noch ist er eher schwächlich, geht seine täglichen Trainingseinheiten jedoch mit einer Hingabe an, dass es nicht unmöglich scheint, dass er seine Bestrebungen erfüllen kann. Ein verborgenes Objekt. Olive des Lebens, Olivenblüten. Sieh mal einer an, das Objekt hier haben wir. Ein Eisseelenstein. Besitz von Dörfler, leerer Geldmünzbeutel. Ne. Wieso kann ich den nicht herausfordern? Ihr müsst mindestens Stufe 25. Wow. Ah, okay. Olberik braucht die Stufe, okay. So, wie sieht's denn hier aus? Olberik. Führt einen mächtigen Schwertangriff auf einen Gegner aus. Greift einen Gegner mit einer Stangenwaffe an. In der nächsten Runde handelt der Charakter als erstes. Okay, so wie ich gerade festgestellt habe, ist der eventuell gar nicht so blöd, wie ich zuerst dachte. Kann ich den ausführen? Das ist dann so, wenn zum Beispiel das Anstacheln ausläuft, kann ich den ausführen, damit ich in der nächsten Runde als erstes dran bin und dann halt wieder anstacheln kann. Nein, so war das nicht geplant. Den wollten wir. Schneesturm fügt allen Gegnern 2x Eisschaden zu. Nehmen wir auch. Dann müssten wir 2 Hilfsfertigkeiten bekommen. Aushalten. Leidet der ausrüstende Charakter unter Gift, Schlaf, Verwirrung, Blindheit, Verstummung, Todesangst oder Bewusstlosigkeit, wird seine physische und Elemente Verteidigung verbessert. Nice. Klarheit hat mindestens ein Gruppenmitglied diese Fertigkeit ausgerüstet, wird die Gruppe nie von Feinden überrascht. Das ist jetzt die Frage. Ja, das finden wir später raus. Heißt das, wir fangen immer als erstes an oder haben wir draußen gar keine... Ja, gar keine wäre ja blöd. Gar keine Fights. Wie will sie? Hier. Gezierte Dame. Ich würde gerne meinen Mann besuchen. Er arbeitet in Felsfall. Ah. Ja. Da haben wir vorhin gelabert und die müssen wir wohl mitnehmen. Aber der Weg dorthin führt durch einen gefährlichen Wald. Und ich habe Angst, alleine zu gehen. Wenn ich doch nur jemanden finden könnte, der mich begleitet. Weg durch die Wäldergeschichte beginnt. Gezierte Dame. Alter 26. Manche mögen es als seltsam und ungesund ansehen. Immer nur an andere zu denken und nie an sich selbst. Aber genau das scheint diese Frau zu tun. Allem Anschein nach verbringt sie jeden wachen Moment damit, sich Sorgen über ihren Mann zu machen, da sie über keine eigene Identität verfügt und nur durch ihn lebt. Information keine. Haufen.
Heiltraube, Energien. So, damit haben wir schon gelabert. Was hat die damit denn? Obskurer Bogen. Ja, da haben wir schon genug. So, was hast du? Oh, die kosten nichts, die kaufe ich jetzt mal. Da bin ich mir mal unschlüssig. So, was hat denn der Bogen jetzt? Ah, siehst du, unter ist schon besser. Ja, plus 38 hatte der, ne? Plus 36 sogar nur, okay. Nö, brauchen wir nicht. So, hier keiner, dass das hier billiger wird. Bestiengelehrter. Ich liebe Tiere. Tatsächlich weiß ich alles über ihre Haltung. Selbst wenn es um wilde Tiere geht. Aber jetzt habe ich weder Zeit noch Geld. Dumm gelaufen. Bestiengelehrter, Alter 40. Ein junger Mann, der die Wildnis und ihre ungezähmten Bewohner studiert und glaubt, dass man diese vor der vorrückenden Zivilisation schützen muss. Trotz seiner Liebe zur Natur scheinen die Tiere ihn aber zu verabscheuen. Und er muss mehrmals am Tag um sein Leben rennen. Wie man einen Tiger zähmt. Information erhalten. Hatten wir den nicht von... Ne, das war vorhin ein Händler, ne? In Felsfall. Das war wer anders. Wie man einen Tiger zähmt. Na, vielleicht brauchen wir das irgendwann, ja? Anregende Pflaume. So, er kommt weiter. Komm ich denn da? Und hier. Heiltraube brauchen wir nicht. Heiltraube, Traubenessenz. Plus 40, plus 6. Haben wir. Er ist neu. Alter Geschichtenerzähler. Ja, Monsterbändiger haben hier lange Zeit gelebt und sich als Jäger verdient. Die alten Geschichten geraten allmählich in Vergessenheit. Und ich fühle mich verpflichtet, die Menschen daran zu erinnern. Ich bin sicher, der Tag wird kommen, an dem wir sie wieder brauchen werden. Erkundigen. Alter Geschichtenerzähler, Alter 61. Ein Geschichtenerzähler im Waldland, der die Geschichte der Bestienzähmer kennt. Wer ihn erzählen hören will, braucht es nur zu sagen. Information, Geschichte der Bestienzähmer. Danke sehr. Okay, Wirtshaus, dich hatten wir schon, ne? Ja. Gut, Gasthaus wird hier wohl nicht billiger. Aber 77. Oh, haben wir das vielleicht sogar schon billiger bekommen? So, sind sie wieder alle voll. Sollten wir jetzt erstmal gucken, wo wir jetzt hinlaufen. Wieso spinnt mein Sound jetzt? Ich hab grad vor so ein leichtes Knarzen drin in den Ohren. Das nervt mich gerade tierisch.
glaube, ist wieder weg. So, also nach oben hier hin. Dann quasi Richtung Flammhult. Mal gucken, ob wir da mit einer Mana-Ladung rüberkommen. So, wir müssen hier rüber. Ach du, Servus, guck mal. Der riesige Hauer wird in einer Mündigkeitszeremonie verwendet. Windtracht.